Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Wir spielen immer noch The Witcher Enhanced Edition und machen uns heute auf, zurück mal wieder in die große Big City Town, irgendwas. Visima. Jetzt gucke ich mal gerade, wo wir uns befinden. Hier ist noch irgendwas rot. Wodja Neualtar, da waren wir schon. Denn wir haben mal wieder einiges zu tun, diesmal aber mal endlich wieder in der Stadt. Laufe ich jetzt auch in die richtige Richtung? Ja. Wir versuchen mal abzukürzen, dass wir direkt dahin kommen. Was haben wir denn so zu tun? Muss mal gerade auf meinen Log gucken, den ich mir schon mal vorbereitet habe. Erstmal müssen wir einen Brief an Vivaldi aushändigen von dem netten Elfen, den wir im Schrein getroffen haben, da in diesem Druidenaltar. Also, unser erstes Ziel ist die Bank von Vivaldi. Um ihn da seinen Brief auszuhändigen. Oh, irgendwas greift uns an. Wir werden mal versuchen, das getrost zu ignorieren. Gibt eh nur noch Popel-Erfahrungspunkte. Wo sind wir denn jetzt schon? Ja, wir gehen mal hier gerade querfeld ein. Manchmal muss das halt sein. Spart eine Menge Wegstrecke ein. Oh ja. So, da vorne ist der Fährmann. Wollte ich nochmal mit irgendwem hier reden? Ich glaube, ich wollte nochmal mit Vaska kurz quatschen, ob die noch irgendwas sagt. Das testen wir gerade nochmal. Und dann geht das los. Was wir jetzt dann demnächst auch mal machen müssen, das machen wir, glaube ich, im nächsten Part, ist Faustkämpfe und Würfelpokern. Dann haben wir es hinter uns. Und dann kommt nur noch Hauptstory. Dann sind wir durch mit dem ganzen Nebenquest-Gedöns. Vaska war hier drin. Auf geht das. Mal gucken, was die gute Frau gerade macht. Die Bekloppten hier. Hallo. Oh. Banditen haben nach euch gefragt. Ein ja. Feuersalamander war ihr Zeichen. Die Salamander wissen, dass ich im Sumpf gewesen bin? Sie haben uns gedroht. Sie wollten wissen, was ihr vorhabt. Was habt ihr gesagt? Mein Glaube an die Götter ist stark. Darum habe ich nichts gesagt, auch nicht unter der Folter. Niemand im Dorf hat ein Wort gesagt. Was ist unter der Folter, ey? Danke, Freund. Die Banditen werden euch nicht mehr behelligen. Mögen die Wassergötter euch auf geraden Wegen leiten. Gebt immer auf doch euch Acht. Foltern die hier die armen Ziegelbrenner, die sind so blöd. Die wissen doch gar nicht, wie man lügt. Hagal Malbuk Gelag. Oh, klar. Wassergötter, ich rufe euch. Ah, der sagt auch noch was. Über den Göttern. Ich sammle Informationen über den Magierturm. Hatten wir, glaube ich, schon, ne? Urgutet. Ja, hatten wir schon. Erzählt mir von den Gewässern eures Vaterlandes. Hagal Malkuk Gelag. Oh, vielleicht doch nicht. Und du? Die Wassergötter sind nahe. Das hatten wir ja alle schon, ne? Da hier. Erzählt mir, wie man mit den Wodja neu kommuniziert. Wir wissen wenig von der Sprache der Götter. Wir kommunizieren durch Objekte, die wir im Altar verbergen. Wir erhalten unsere Antwort, wenn ein Gott dort zu Besuch war. Warum verehrt ihr dieses Fischvolk? Sprecht ehrfürchtig von den Göttern. Tut mir leid. Wir glauben, dass die Welt aus dem Wasser emporstieg. Dass sie dereinst auch wieder verschlingen falsch wird. Die Trockenlande gebaren alles Böse. Die Wassergötter sind göttliche Wesen, die uraltes Wissen besitzen. Doch über ihnen steht eine Gottheit, der Allschöpfer, der Bewohner des Abgrunds, der eine, der im Zorn wiederkehrt. Was für eine Art Gottheit ist das? Eine Gottheit über allen Göttern. Ich kann nicht mit Ungeweihten über ihn sprechen. Ah, ich bin schon ziemlich geweiht, ne? Wieso legt ihr Gegenstände auf den Altar? Ihr seid keiner von uns. Nehmt Verbindung zu den Göttern auf und erkennt ihre Macht an. Ja, ich will an sie glauben. Ihr erringt ihre Gunst, indem ihr Pflanzen als Opfergabe auf den Altar legt. Was legt ihr sonst noch darauf? Gebräue und Weihrauch. Werden sie auf den Altar gelegt, genesen die Kranken auf wundersame Weise. Was denn noch? Ich rate euch von Gaben ab, die Götter verstimmen. Also allem, was dem lebenspendenden Wasser schadet. Ich werde vorsichtig sein. Alle Gegenstände trockenen Landes so fast Altöl signalisieren Missfallen. Mhm. Lebt wohl. Durch mich spricht die Tradition. Gucken wir, dass wir uns mal so ein Fass Altöl organisieren und es den Wodja Nei opfern. Die heiligen Wässer zu schonen.
Die werden bestimmt erfreut. So, jetzt geht's weiter zum guten Fährmann. Und wir müssen auch nochmal mit Deckard Leuwarden quatschen. Dem müssten wir eigentlich irgendwie Salamandra-Abzeichen verkaufen können, aber irgendwie will der ja nicht. Haben wir welche dabei? Jetzt gerade, was ist das? Gespaltene Sammlerne Brosche. Ne, die scheinen wohl gerade alle bei uns in unserer Kiste im Haring. Ne, da. Ah, alles klar. Das müssen wir mal gucken. Normalerweise kann man die verkaufen und der sichert dann seine Hilfe beim Kampf gegen diese Salamandra zu. Wo ich möchte, bitte. Fahrt ihr? Von Vesima zu den Sümpfen und wieder zurück. Okay, bring mich mal auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Ja, hier kommen hier deine 5 Orens. Jo. Kann's losgehen? Jo. Noch nicht. Na, oh nein, jetzt hab ich das angedrückt, weil es blau war. Ja. Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in Lass die mal Stadt. Übersetzen. Auf geht das. Man kann es immer noch nicht wegdrücken. Das ist wie so ein super Stahlbusch, der sich durch das Boot hindurch. Wahnsinn. Wahnsinn. Dieser Sumpf ist magisch und böse. Hat auf jeden Fall sehr stabiles Gestrüpp. Dum, dum. Dum, dum, dum. So, mal gucken, ob wir den dicken Leuwarden hier irgendwo finden. V, da steht er auch schon. Was für ein Wolkenbruch. Ja, ne? Leuwarden, du Junge. Ja? Ja? Ich mach mal. Ich denke, ihr zahlt für Salamander-Abzeichen. Ich weiß nur noch nicht, warum. Ihr irrt euch. Warum so defensiv? Ich bin ebenfalls hinter den Salamandra her und kann es beweisen. Wenn das so ist, bringt mir 3 Abzeichen. Dann reden. Ah. Ich habe jetzt 3 Salamander-Abzeichen. Bitteschön. Erzählt ihr mir jetzt von eurer Geheimgesellschaft? Ausgezeichnet. Ich zahle sonst 20 pro Stück. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ihr bekommt das 10-fache. Großartig. Aber ich würde immer noch gerne wissen, warum ihr Kopfgeldjäger bezahlt, um Salamander zu jagen. Sie sind nicht gut fürs Geschäft. Euer Geschäft? Alle Geschäfte. Hört zu. Es sind Kräfte am Werk, die eure Vorstellungskraft übersteigen. Seid dankbar, dass ihr nicht wisst, wie die Welt wirklich ist. Leuwarden. Ich habe schon so viele hochtrabende Reden gehört. Auch eure Worte beeindrucken mich nicht und diese Kräfte sind mir scheißegal. Meine einzige Sorge ist, dass ich die Anführer der Salamandra aufspüre und Asa Javed töte. Das würde ich gerne sehen. Wenn es euch gelingt, dann kommt zu mir und ich belohne euch großzügig. Und solltet ihr die Salamandra vernichten, würde ich euch für eure Bemühungen entschädigen. Es wird gewiss nicht leicht sein. Es ist möglich, dass ich wiederkomme. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich helfe gern, soweit ich es vermag. Auf bald. Ja? Ja. Lebt Tschüss. Wohl. Gut, haben wir das auch. Gesucht. Boschen bringen, habe ich gemacht. Wie geht's weiter? Noch mehr Aktualisierungen? Nein. Wupp, wupp, Hund. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, ne. Lock, lock, lock. Was denn da jetzt noch stand? Gesucht, gesucht, gesucht. Hier. Leuwarden bot mir gegen die Salamandra beizustehen. Ich warte auf seinen nächsten Zug. Alles klar, also nichts mehr. Dann gehen wir jetzt zu Vivaldi. Da weiß ich sogar noch, wo der ist. Und es schüttet Flöße. Ja, schon. Lass mich mal durch hier jetzt. Wusch. Wusch. Weiß Bescheid. So, hier, komm auf, lade schneller. Ich habe noch keine Zeit hier. Mal sehen, was dieser Brief Herrn Vivaldi bringen mag. Vielleicht bringt es ihm seine Bank zurück. Guten Tag, guten Tag. Oh. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Ne, das stimmt schon. Da ist er auf jeden Fall wieder. Jetzt müssen wir gerade gucken, eine Weile nicht mehr stark geregnet, ob wir eigentlich hier oben ein Buch haben. Nee, sieht nicht so aus. Haben wir hier noch ein Buch? Wir sollten nämlich eigentlich durch das Wettsaufen ein Buch haben. Das habe ich wahrscheinlich schon weggeschmissen irgendwann mal. Das ist natürlich schlecht. Nee, wir versuchen es trotzdem nochmal. Ich quatsch nochmal mit ihm hier. Für 2 Uhr. Ja.
Nee, ich hab das Buch nicht mehr. Oh, Mist. Miesti, Miesti. Schade. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Das hat man davon, wenn man Bücher immer wegschmeißt. Vielleicht finde ich es noch irgendwo. Ich weiß noch nicht mehr. Ich habe schon an so vielen Orten Bücher fallen lassen. Vielleicht ist es auch über haarige Bären. Ich guck da mal nach. Da ist erstmal Vivaldi. Erstmal Vivaldi. Dann müssen wir nochmal in unsere Truhe gehen und gucken, ob das Buch, das ich brauche, da liegt. Und zwar von unserem Geheimdienst. Oh, was ist jetzt los? Zwischensequenz. Oha. Geralt! Was liegt an? Wir nehmen ihn fest, wegen Kollaboration mit Terroristen. Ihn? Ein Skyatel-Krieger? Sein Neffe war in der Einheit, die der Orden festgenommen hat. Der Einheit, die Dörfler in der Nähe von Visima abschlachtete. Nein, das ist ein Irrtum. Mein Neffe ist jung und töricht, aber kein Mörder. Wahr. Er hängt bereits am Galgen. Vor seinem Tod gestand er, dass er Verbindung mit euch hatte. Zum Glück haben wir sie erwischt, bevor sie ihre Waffenladung bekommen haben. Haren, ein wahrer Patriot, verlor sein Leben, als er sie in eine Falle lockte. Sucht eure Habseligkeiten zusammen, Vivaldi. Ihr könnt im Kerker trauern. Ich wollte nichts mit dem Zwist zwischen den Hafka und den Skyatel zu tun haben. Die Dummköpfe ließen mir keine Wahl. Da Haren die Rache des Skyatel fürchtete, verriet er die ganze Einheit. Er dachte wohl, er wäre in Sicherheit und würde eine Belohnung bekommen. Die jungen Anderlinge werden ein Festmahl für Raben und Krähen sein. Sie sind die einzig wahren Gewinner dieses Konflikts, denn gewiss wird jemand die Freiheitskämpfer rächen. Jemand wird ihren Tod ausnutzen, natürlich nur der gerechten Rache wegen. Und die Aasfresser werden fett und satt sein. Raben und Krähen. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten damals im ersten Akt am Stieg den Skyatel die Waffen nicht gegeben und das ist daraus jetzt entstanden. Das ist ein bisschen schlecht. Jetzt müssen wir mal gerade mal gucken, was man da jetzt macht. Vivaldi, vielleicht sollte ich einen Plan entwickeln, um den Zwerg aus dem Gefängnis zu holen. Klingt vernünftig. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Wo wir jetzt gerade schon mal hier sind, müssen wir noch mit Raymond quatschen. Warum leuchtet das eigentlich grün hier? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Raymond, du alte Sogge, wo wohnst du denn? Irgendwo da hinten. Den müssen wir auch mal über den aktuellen Status informieren. Was gibt's hier? Oh, ein Stein. Feuerstein ist immer gut. Illusionist, vielleicht mal. Nö. Gehen wir zu Raymond. Raymond, was ist los? Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Okay. Sie haben den Gefangenen ins Krankenhaus verlegt. Umso besser. Da werden weniger Wachen sein. Bewachen werden sie ihn trotzdem. Ihr könntet in der Nacht mit ihnen reden. Ohne Zeugen. Ich werde darüber nachdenken. Dum, dum, dum. War das alles? Also, wir müssen auf jeden Fall nachts jetzt einmal ins Krankenhaus, um diesen Zeugen anzuquatschen. Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch viel mehr. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Ich habe den Hauptmann der Wache befragt. Irgendwelche Schlussfolgerungen? Ich glaube, er ist unschuldig. Erstaunlich. Er hat euch doch hoffentlich nicht eingewickelt. Da seid mal ganz unbesorgt. Vincent ist es nicht. Gut. Ich streiche ihn von der Liste der Verdächtigen. Vorerst. Er verbirgt etwas, so viel ist klar. Aber da kümmere ich mich später drum. Was ist mit den anderen Spuren? Was sollte ich nochmal als nächstes machen? Sprecht mit Vincent Mais, dem Hauptmann der Stadtwache, und verhört den Zeugen. Alles klar. Könnt ihr nicht mit dem Hauptmann reden? Wir sind nicht gerade die besten Freunde. Der Hauptmann betrachtet mich als Konkurrenten. Mit mir wird er nicht reden. In Ordnung. Ich werde diesen Hinweisen nachgehen. So, dann würde ich sagen, quatschen wir als erstes mit Mr. Mace. Mal gucken, was der jetzt wieder will.
Und dann geht das ins Krankenhaus, wenn es dunkel ist. Na, Moment, jetzt gehen wir gerade nochmal, wo wir hier sind. So viel zu tun. Gucken wir jetzt mal beim haarigen Bären. Es zieht ein Sturm auf. In unsere Truhe, ob wir dieses Buch da vielleicht abgelegt haben. Das wäre ja ganz schön. Ansonsten haben wir natürlich auch ein Problem. Dann kann ich mal beim Antiquar gucken, ob man das da vielleicht kaufen kann. Sonst müssen wir durch. Mal schauen. So, lass mich mal rein hier. Wunderbar. Da müssen wir auch noch mit dem Spieler quatschen. Können wir auch noch machen. Machen wir auch gleich noch. Und zu Kalkstein müssen wir auch noch. Ach, so viel zu tun. Bockfleisch-Spieler ist da. Quatschen wir mal mit Spieler. Hallo. Ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Mal immer so, noch. Mal so. Ich schlage ein ehrliches Spiel vor. Ich könnte euch beim Wort nehmen. Ich sehe auf den ersten Blick, dass ihr weit gereist seid. Es ist wahrlich eine Ehre, mit einem Mann wie euch zu spielen. Ich bin ein Hexer. Habt ihr keine Angst, ich könnte die Würfel verzaubern? Ich verliere lieber ein Spiel gegen einen Mann von Welt, als gegen ein Landei zu gewinnen. Diese Bauern hier spielen doch nur um Kohlköpfe. Ein Jägersmann frequentierte einst dieses Etablissement, aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ihr werdet ihn wohl niemals wiedersehen. Er hatte gerne hohe Einsätze, aber leider kein Glück beim Würfeln. In der Liebe hatte er auch kein Glück. Wenn ihr das sagt. Silberschwert, sagt euch das was? Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Aha, er hatte das also. Okay. Ihr erinnert euch noch, das Silberschwert, das wir bei, oh Gott, wie hieß er, dem Taler, der hat uns gesagt, wir sollen uns mit dem Spieler unterhalten. Das haben wir dann jetzt mal gemacht. Ist schon ein bisschen her. So, jetzt Schankwirt, lass mich mal in meine Truhe gucken. Macht, was ihr wollt. Naja, ich will nur in meine Truhe gucken. Hier sind viele Bücher, vielleicht ist es ja noch dabei. Monstrum, nee. Nee, Furchtbringer. Verzeihung, ein Führer durch Visima. Alchemie. Wieder der Anderlinge. Bitte, bitte, bitte. Sumpfungeheuer. Scheiße, scheiße, scheiße. Furchtbringerblick. Ah, sieht schlecht aus. Verträge. Ach Mist. Nee, nee, nee. Ihr habt das bereits gelesen. So ein Mist. Ja gut, ne? Das ist, ja scheiße, ne? Nehmen wir den gerade noch mit, den werden wir nämlich auch brauchen. Dann kann ich jetzt mal gerade... Das kann ich mal ablegen, wo wir schon mal da sind, ne? Können wir gerade mal Zeugs weglegen. Den Supermed, den Silberring, Bernstein. Was haben wir noch? Roter Meteorit. Sortieren wir das mal. Das war's eigentlich schon. Eine Menge Alkohol haben wir hier noch. Salpeter, Fett. Mehr Schmalz, Bombenzeugs. Jede Menge Bier. Lege ich auch mal weg. Brauchen wir erst im nächsten Besäufnis wieder. So. Okay, okay. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir gerade mal pennen. Gehen wir jetzt schon pennen? Ja, wir brauchen Nacht. Wir brauchen Nacht, also gehen wir pennen. Los, wach nochmal auf hier. Verdammt. Ich muss schlafen. Sind Zimmer frei? 5 Orens. Jo, lass mal machen hier. Sag das nochmal da hinten, du. Dann komm ich aber rum. So, Nacht. Dann gucken wir mal gerade, was wir so brauen können. Wir müssten eigentlich wieder so... So ein Quest-Dingens hier. Ein Trank für Triss haben wir schon. Erhöht die Resistenz gegen Säure. Frauenträne. Hebt die Wirkung von Alkohol auf. Ja, was für ein passender Name. Oh mein Gott. Ist schon wieder soweit. Aber gut, hier geht noch nichts, also... Nix mischen, einfach nur pennen bis des Nachts. Schlaf, Geralt, schlaf. Machst du auch wieder auf? Jo, macht er.
Ausgezeichnet. Gut, damit verabschieden wir uns dann für diesen Part. Wow, wo rennst du hin? Im nächsten Part machen wir uns dann auf zum Krankenhaus und gucken mal, was denn da jetzt für ein Gefangener liegt und wie es dem so geht. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.